1 von Reise um die Erde in 80 Tagen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Eva K. Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Erstes Kapitel. Phileas Fogg und Passepartout nehmen sich einander als Herr und Diener an. Im Jahre 1872 wohnte in dem Hause Nummer 7, Savile Row, Burlington Gardens, worin Sheridan im Jahre 1814 starb, Phileas Fogg Esquire, eines der ausgezeichnetsten und hervorragendsten Mitglieder des Reform Clubs zu London, der jedoch dem Anschein nach beflissen war, nichts zu tun, was Aufsehen erregen konnte. Dieser Phileas Fogg, also Nachfolger eines der größten Redner, welche Englands Zierde sind, war ein rätselhafter Mann, von dem man nichts weiter wusste, als dass er ein recht braver Mann und einer der schönsten Gentlemen der vornehmen Gesellschaft sei. Man sagte, er gleiche Byron, sein Kopf, denn seine Füße waren tadellos, aber ein Byron mit Schnurr und Backenbart, ein Byron mit leidenschaftslosen Zügen, der 1000 Jahre alt werden konnte, ohne zu altern. Ein echter Engländer unstreitig, war Phileas Fogg vielleicht kein Londoner. Man sah ihn nie auf der Börse, noch auf der Bank, noch auf irgendeinem Comptoir der City. Nie sah man in den Bassins und Docks zu London ein Schiff, dessen eigener Phileas Fogg gewesen wäre. In keinem Komitee der Verwaltung hatte dieser Gentleman einen Platz. Nie hörte man seinen Namen in einem Advokatenkolleg oder im Temple, in Lincoln's Inn oder Gray's Inn. Er plädierte niemals, weder beim Obergerichtshof noch bei der King's Bench, beim Schatzkammergericht oder einem geistlichen Hof. Er war weder ein Industrieller, noch ein Großhändler, noch Kaufmann oder Landbauer. Er gehörte weder dem Königlichen Institut, noch dem Institut von London, noch sonst irgendeiner Anstalt der Kunst, Wissenschaft oder Gewerbe an, noch endlich einer der zahlreichen Gesellschaften, wovon die Hauptstadt Englands wimmelt, von der Harmonie bis zur entomologischen Gesellschaft, welche hauptsächlich den Zweck verfolgt, die schädlichen Insekten zu vertilgen. Phileas Fogg war Mitglied des Reform Clubs, nichts weiter. Wundert man sich, dass ein so mysteriöser Gentleman unter den Gliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft zählte, so dient zur Antwort, dass er auf Empfehlung des Hauses Gebrüder Baring, wo er sein Geld angelegt hatte, Aufnahme fand. Daher ein gewisses Ansehen, welches er dem Umstand verdankte, dass von dem Soll seines Kontokorrents seine Wechsel bei Sicht pünktlich gezahlt wurden. War dieser Phileas Fogg reich? Unstreitig. Aber wie er sich dieses Vermögen gemacht, konnten die Bestunterrichteten nicht sagen, und Herr Fogg war der Letzte, an den man sich wenden durfte, um es zu erfahren. Jedenfalls war er nicht verschwenderisch, aber auch nicht geizig, denn überall, wo es für eine edle, nützliche oder großmütige Sache an einem Betrag mangelte, schoss er ihn im Stillen bei, und selbst anonym. Im Allgemeinen war dieser Gentleman sehr wenig mitteilsam. Er sprach so wenig wie möglich und schien umso geheimnisvoller, als er schweigsam war. Doch lag seine Lebensweise jedem vor Augen, aber was er tat, war so mathematisch stets ein und dasselbe, dass die unbefriedigte Einbildungskraft weiter hinausforschte. Hatte er Reisen gemacht? Vermutlich, denn kein Mensch war besser wie er in aller Welt auf der Karte bekannt. Auch von dem entlegensten Ort schien er genaue Kenntnis zu haben. Manchmal wusste er doch in wenigen kurzen und klaren Worten die 1000 Äußerungen, welche im Club über verlorene oder verirrte Reisende zirkulierten, zu berichtigen, und seine Worte schienen oft wie von einem zweiten Gesicht eingegeben, denn jedes Ereignis rechtfertigte sie schließlich. Es war ein Mann, der überallhin, im Geiste wenigstens, gereist sein musste.
Zuverlässig jedoch war Phileas Fogg seit vielen Jahren nicht aus London hinausgekommen. Wer ihn etwas näher zu kennen die Ehre hatte, bezeugte, dass kein Mensch ihn je woanders gesehen als auf dem geraden Weg von seinem Hause zum Club, den er tagtäglich machte. Sein einziger Zeitvertreib bestand im Lesen der Journale und im Whistspiel. Bei diesem schweigsamen Spiel, welches so sehr seiner Natur angemessen war, gewann er oft, aber seine Gewinne flossen nie in seine eigene Börse, sondern bildeten einen erheblichen Posten auf seinem Barmherzigkeitskonto. Übrigens ist wohl zu merken, Herr Fogg spielte offenbar um des Spieles willen, nicht um zu gewinnen. Das Spiel war ihm ein Ringen mit einer Schwierigkeit, das jedoch keine Bewegung, keine Platzveränderung, keine Ermüdung kostete, und das passte zu seinem Charakter. Man wusste bei Phileas Fogg nichts von Weib oder Kind, was dem unnettesten Menschen passieren kann, noch von Verwandten oder Freunden, was allerdings seltener ist. Phileas Fogg war der einzige Bewohner seines Hauses Savile Row, und kein Mensch sonst kam in dasselbe hinein, einen einzigen Diener ausgenommen, der ihm genügte. Was im Innern desselben vorging, davon war niemals die Rede. Er frühstückte und speiste zu Mittag im Club, zu chronometrisch bestimmten Stunden in demselben Saal, an demselben Tische, traktierte niemals einen Kollegen, lud nie einen auswärts ein und kehrte nur zum Schlafen punkt 12 Uhr nachts nach Hause, ohne jemals von den wohnlichen Gemächern Gebrauch zu machen, welche der Reform Club für seine Mitglieder zur Verfügung hält. Von 24 Stunden brachte er 10 in seiner Wohnung zu, teils zum Schlafen, teils zur Beschäftigung mit seiner Toilette. Spazieren ging er unabänderlich mit gleich gemessenem Schritt in dem mit eingelegter Arbeit parkettierten Eingangssaal oder auf dem Rundgang, über welchem ein blaues Glasgewölbe auf 20 ionischen Säulen von rotem Porphyr ruhte. Bei der Mahlzeit oder dem Frühstück lieferten die Küche und Speisekammer, die Konditorei, der Fischbehälter und die Milchstube ihre besten Gerichte. Die Clubdiener, gesetzte Leute in schwarzer Kleidung und mit Multonschuhen, bedienten ihn auf besonderem Porzellan und Tafelweißzeug von kostbarer sächsischer Leinwand, seinen Sherry oder Porto, seinen mit feinstem Zimt und Frauenhaar gemischten Claret trank er aus dem seltensten Kristall des Clubs, und das Eis, welches der Club mit schweren Kosten aus den Seen Amerikas bezog, erhielt seinen Trunk in erquickender Frische. Wenn man ein Leben in solchen Verhältnissen exzentrisch nennt, so muss man zugeben, dass Exzentrität etwas Gutes enthält. Das nicht eben prachtvolle Haus in Savile Row empfahl sich durch größte Bequemlichkeit. Übrigens beschränkte sich bei den unabänderlichen Gewohnheiten des Mieters seine Bedienung auf geringe Anforderungen. Doch verlangte Phileas Fogg von seinem einzigen Diener eine außerordentliche Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit. An diesem Tage, 2. Oktober, hatte Phileas Fogg seinen Burschen James Forster entlassen, weil er ihm zum Rasieren Wasser gebracht hatte, das 84 anstatt 86 Grad Fahrenheit heiß war, und er erwartete den Nachfolger desselben, welcher sich zwischen 11 und halb 12 Uhr ihm vorstellen sollte. Phileas Fogg saß breit in seinem Fauteuil, beide Füße beieinander wie ein Soldat auf der Parade, die Hände auf die Knie gestützt, den Leib gerade, den Kopf aufrecht, und sah auf die Pendeluhr, welche Stunden, Minuten, Sekunden, Tag und Datum anzeigte. Nach seiner Gewohnheit sollte Herr Fogg schlag halb 12 Uhr sich aus dem Hause auf den Reform Club begeben. In diesem Augenblicke klopfte es an die Türe des kleinen Salons, worin sich Phileas Fogg aufhielt. Der verabschiedete Diener trat ein. »Der neue Diener«, sagte er. Ein Bursche von etwa 30 Jahren trat ein und grüßte. »Sie sind Franzose und heißen John?« fragte Phileas Fogg. »Jean, belieben, mein Herr«, erwiderte der neue Diener.
Jean Passepartout. Ein Beiname, der mein natürliches Geschick, mich aus Verlegenheiten zu ziehen, bezeichnet. Ich glaube, ein braver Bursche zu sein, mein Herr. Doch offen gesagt, ich habe schon mehrere Geschäfte getrieben. Ich war Bänkelsänger, Bereiter in einem Zirkus, voltigierte wie Léotard und tanzte auf dem Seile gleich Blondin. Darauf bin ich Lehrer der Gymnastik geworden, um meine Talente nützlicher zu machen. Und zuletzt Sergeant bei den Pompiers zu Paris. Ich habe merkwürdige Brände auf meiner Liste. Nun aber habe ich bereits seit 5 Jahren Frankreich verlassen und bin, um das Familienleben zu genießen, Kammerdiener in England. Da ich jetzt ohne Stelle bin und vernommen habe, Herr Phileas Fogg sei der pünktlichste und eingezogenste Mann im Vereinigten Königreiche, so habe ich mich dem Herrn vorgestellt, in Hoffnung, bei demselben ruhig zu leben und selbst den Namen Passepartout zu vergessen. Passepartout ist ganz passend für mich, erwiderte der Gentleman. Sie sind mir empfohlen. Man hat mir gute Auskunft über Sie gegeben. Sie wissen meine Bedingungen? Ja, mein Herr. Gut. Wie viel Uhr haben Sie? 11:22 Uhr, erwiderte Passepartout, indem er eine große silberne Uhr aus seiner Hosentasche hervorzog. Sie sind in der Zeit zurück, sagte Herr Fogg. Verzeihen Sie, mein Herr, aber es ist nicht möglich. Um 4 Minuten sind Sie zurück. Gleich viel. Merken wir uns nur die Abweichung. Also von diesem Augenblicke an 11:29 Uhr vormittags, Mittwochs, 2. Oktober 1872, sind Sie in meinem Dienst. Hierauf stand Phileas Fogg auf, nahm seinen Hut in die linke, setzte ihn mit einer automatischen Bewegung auf und verschwand ohne ein Wort weiter. Passepartout hörte, wie die Haustüre einmal sich schloss, sein neuer Herr ging hinaus, dann zum zweiten Mal, sein Vorgänger James Forster ging ebenfalls fort. Passepartout befand sich allein im Hause der Savile Row. Ende von Kapitel 1. Kapitel 2 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Zweites Kapitel. Passepartout hat sein Ideal gefunden. Meiner treu, sagte sich Passepartout, der anfangs etwas verdutzt war. Ich finde, dass die Ampelmännchen bei Madame Tussaud ebenso lebendig sind wie mein neuer Herr. Die Ampelmännchen der Madame Tussaud sind nämlich Wachsfiguren, die in London sehr gerne gesehen wurden und bei denen man in der Tat nur vermisste, dass sie nicht reden konnten. Während der wenigen Augenblicke, wo er mit Phileas Fogg zusammen gewesen, hatte Passepartout seinen künftigen Herrn rasch, aber doch genau gemustert. Der Mann von edler und schöner Gestalt, hohem Wuchs, dem einige Wohlbeleibtheit nicht übel stand, mochte etwa 40 Jahre alt sein, hatte blondes Haar und Bart, eine glatte Stirn ohne auch nur einen Schein von Runzeln an den Schläfen, ein mehr bleiches als gerötetes Angesicht, prachtvolle Zähne. Er schien in hohem Grade zu besitzen, was die Physiognomisten Ruhe in der Tätigkeit nennen. Eine Eigenschaft, die allen denen gemein ist, welche mit wenig Geräusch ihre Arbeit treiben. Mit Seelenruhe und Phlegma begabt, reinem Auge und unbeweglichen Wimpern, war er der vollendete Typus jener kaltblütigen Engländer, wie man sie im Vereinigten Königreiche ziemlich häufig antrifft und deren etwas akademische Haltung Angelika Kaufmanns Pinsel zum Staunen treffend dargestellt hat. Sah man diesen Gentleman in seinen verschiedenen Tätigkeiten, so gab er die Idee eines Geschöpfes, dessen sämtliche Teile wohl im Gleichgewicht standen und richtig abgewogen waren, so vollkommen wie ein Chronometer von Leroy oder Earnshaw. Und in der Tat war Phileas Fogg die personifizierte Genauigkeit,
was man deutlich an dem Ausdruck seiner Füße und Hände sah, denn bei Menschen wie bei den Tieren sind die Glieder selbst ausdrucksvolle Organe der Leidenschaften. Phileas Fogg gehörte zu den mathematisch exakten Menschen, welche niemals eilig und stets fertig mit ihren Schritten und Bewegungen sparsam sind. Er hob sein Bein nicht, ohne dass es nötig war, und ging stets den kürzesten Weg. Kein Blick nach der Decke war bei ihm vergeblich, keine Handbewegung überflüssig. Man sah ihn nie in Gemütsbewegung oder Unruhe. Kein Mensch auf der Welt war weniger hastig, und doch kam er stets zu rechter Zeit. Man wird jedoch begreiflich finden, dass dieser Mann einsam lebte und sozusagen außer aller gesellschaftlichen Beziehung. Er wusste, dass es im Leben unvermeidlich Reibungen gibt, und da die Reibungen hemmen, so rieb er sich an niemand. Was nun Jean, genannt Passepartout, betrifft, so war er ein echter Pariser aus Paris und hatte seit den 5 Jahren, wo er in England wohnte und zu London den Kammerdiener machte, vergeblich einen Herrn gesucht, an den er sich fest anschließen konnte. Passepartout gehörte nicht zu denen, die sich in die Brust werfen, mit kecker Nase, zuversichtlichem Blick, trockenem Auge, doch nur unverschämte Tölpel sind. Nein, Passepartout war ein braver Bursche mit freundlichem Gesicht, etwas vorstehenden Lippen, ein sanfter und geschmeidiger Charakter mit so einem gutwilligen runden Kopf, wie man ihn gerne auf den Schultern eines Freundes sieht. Er hatte blaue Augen, belebten Teint, ein Gesicht, das voll genug war, um selbst die Wölbung seiner Wangen wahrzunehmen, breite Brust, starke Taille, einen Muskelbau von herkulischer Kraft, welche durch die Übungen seiner Jugendzeit erstaunlich entwickelt war. Seine braunen Haare spielten etwas ins Rötliche. Kannten die Bildhauer des Altertums 18 verschiedene Arten, das Haupthaar der Minerva zu ordnen, so wusste Passepartout für das Seinige nur eine. 3 Striche mit dem Scheitelkamm und der Hauptschmuck war fertig. Ob der mitteilsame Charakter dieses Burschen zu dem des Phileas Fogg passen würde, war der einfachsten Voraussicht nicht möglich zu sagen. Sollte wohl Passepartout der so gründlich exakte Diener sein, welchen sein Herr bedurfte? Das ließe sich nur aus der Erfahrung abnehmen. Nachdem er, wie wir wissen, eine ziemlich vagabundierende Jugend gehabt, trachtete er nach einem ruhigen Leben. Da man ihm die regelmäßige Pünktlichkeit und sprichwörtliche Kälte der Gentlemen gepriesen hatte, so versuchte er in England sein Glück. Aber bisher hatte der Zufall ihm schlecht gedient. Er hatte nirgends Wurzel fassen können und schon 10-mal den Herrn gewechselt. Überall war man fantastisch, ungleich, abenteuerlich, von Land zu Land schweifend, was für Passepartout nicht mehr passen konnte. Sein letzter Herr, der junge Lord Longsurrey, Parlamentsmitglied, kam oft, wenn er seine Nacht in den Austernstuben Haymarkets verbracht, auf den Schultern der Polizeileute nach Hause. Passepartout, der vor allen Dingen seines Herrn Ehre wahren wollte, wagte einige respektvolle Bemerkungen, die üble Aufnahme fanden, und er verließ den Dienst. Darauf hörte er, Phileas Fogg Esquire suche einen Diener und erkundigte sich über ihn. Ein Mann von so geregeltem Leben, der nicht auswärts schlief, keine Reisen machte, niemals auch nur einen Tag abwesend war, konnte ihm nur angenehm sein. Er stellte sich vor und wurde, wie wir wissen, angenommen. Passepartout befand sich also, nachdem 11:30 war, allein im Hause der Savile Row. Sogleich machte er sich daran, es vom Keller bis zum Speicher zu besichtigen. Dieses reinliche, geordnete, streng puritanische, wohl für den Dienst eingerichtete Haus gefiel ihm. Es machte auf ihn den Eindruck eines schönen Schneckenhauses, das jedoch mit Gas erleuchtet und geheizt war, denn der kohlenstoffhaltige Wasserstoff war darin hinreichend für alle Bedürfnisse der Beleuchtung und Erwärmung. Passepartout fand leicht im 2. Stock das für ihn bestimmte Zimmer und es gefiel ihm.
Durch elektrische Glocken und Hörrohre stand es mit den Gemächern des Zwischenstocks und der ersten Etage in Verbindung. Auf dem Kamin stand eine elektrische Uhr, welche mit der Uhr im Schlafzimmer von Phileas Fogg übereinstimmte, und beide schlugen in demselben Augenblick dieselbe Sekunde. »Das steht mir an! Das gefällt mir!« sagte Passepartout. Er bemerkte auch in seinem Zimmer über der Standuhr ein Merkblatt angeheftet mit der Vorschrift des täglichen Dienstes. Dasselbe enthielt von 8 Uhr vormittags, der regelmäßigen Zeit, wo Phileas Fogg aufstand, bis zu 11:30, da er zum Frühstücken sich auf den Reform Club begab, alle Einzelheiten des Dienstes. Tee und geröstete Brotschnitten um 8:23. Wasser zum Rasieren um 9:37. Frisieren um 9:40 und so weiter. Nachher von 11:30 vormittags bis zu 12:00 nachts, wo der methodische Gentleman zu Bett ging, war alles aufgezeichnet, vorgesehen, geregelt. Passepartout machte sich eine Freude daraus, dies Programm zu studieren und dessen verschiedene Artikel seinem Geist einzuprägen. Die Garderobe des Herrn war sehr gut ausgestattet und merkwürdig gehaltreich. Jede Hose, jeder Rock oder Weste war mit einer Ordnungsnummer versehen, die in einem Register eingetragen war, worauf das Datum stand, wann der Jahreszeit nach diese Stücke angezogen werden sollten. Gleiche regelmäßige Anordnung auch für die Fußbekleidung. Im Allgemeinen war dieses Haus der Savile Row, welches zur Zeit des berühmten, aber zerstreuten Sheridan ein Tempel der Unordnung gewesen sein muss, bequem möbliert, einer hübschen Gemächlichkeit entsprechend. Keine Bibliothek, keine Bücher, welche für Herrn Fogg unnütz gewesen wären, weil der Reform Club 2 Bibliotheken, eine für Literatur, die andere für Recht und Politik, ihm zur Verfügung stellte. In dem Schlafzimmer ein Kassenschrank mittlerer Größe, der gegen Feuersgefahr und Diebstahl sicherte. Keine Waffe im Hause, nichts von Jagd- oder Kriegsgeräte. Aus allem sah man nur die friedlichsten Gewohnheiten. Nachdem Passepartout diese Wohnung im Detail gemustert hatte, rieb er sich die Hände, sein breites Gesicht ward heiter und er sagte wiederholt freudigen Herzens: »Das steht mir an. Hier ist mein Platz. Herr Fogg und ich, wir verstehen uns vollkommen. Das ist ein geregelter Mann, ein Zimmerhüter, eine wahre Maschine. Nun, ich bin's ganz zufrieden, eine Maschine zu bedienen.« Ende von Kapitel 2. Kapitel 3 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 3. Kapitel. Eine Unterredung, welche Phileas Fogg teuer zu stehen kommen kann. Phileas Fogg hatte um 11:30 sein Haus in Savile Row verlassen und langte, nachdem er 575 Mal seinen rechten Fuß vor den linken und 576 Mal seinen linken Fuß vor den rechten gesetzt hatte, im Reform Club an, einem ungeheuren Gebäude in Pall Mall, welches nicht weniger als 3 Millionen zu bauen gekostet hat. Phileas Fogg begab sich sogleich in den Speisesaal, dessen 9 Fenster die Aussicht auf einen Garten boten, mit Bäumen, die bereits im herbstlichen Goldschmuck prangten. Er setzte sich dort an die gewöhnliche Tafel, wo sein Gedeck auf ihn wartete. Sein Frühstück bestand aus einem Nebengericht, gesottenem Fisch in einer vorzüglichen Reading Sauce, einem scharlachroten Roastbeef mit Mascheron gewürzt, einem Kuchen mit Füllsel von Rhabarberstängeln und grünen Stachelbeeren, einem Stückchen Chester, alles mit einigen Tassen von dem vortrefflichen Tee, welcher ganz besonders für die Küche des Reform Clubs gesammelt wurde. Um 12:47 stand dieser Gentleman auf und begab sich in den großen Salon, der prachtvoll mit Gemälden in reichen Rahmen verziert war. Hier stellte ihm ein Diener die noch nicht aufgeschnittene Times zu,
welche Phileas Fogg mit einer Sicherheit der Hand auseinanderfaltete, welche eine große Übung in dieser schwierigen Operation bekundete. Mit dem Lesen dieses Journals war Phileas Fogg bis 3:45 Uhr beschäftigt, sodann mit der Lektüre des Standard bis zum Dinner. Diese Mahlzeit fand in gleicher Weise statt wie das Frühstück, nur dass noch die Royal British Sauce hinzukam. Um 5:40 Uhr erschien der Gentleman wieder in dem großen Salon und vertiefte sich in die Lektüre des Morning Chronicle. Eine halbe Stunde später kamen verschiedene Mitglieder des Reform Clubs herein und näherten sich dem Kamin, wo ein Kohlenfeuer brannte. Es waren die gewöhnlichen Spielgenossen des Herrn Phileas Fogg, gleich ihm leidenschaftliche Whistspieler, der Ingenieur Andrew Stewart, die Bankiers John Sullivan und Samuel Fallentin, der Brauer Thomas Flanagan, Walter Ralph, einer der Administratoren der Bank von England, reiche und angesehene Männer, selbst in diesem Club, welcher die hervorragendsten Glieder der Industrie- und Finanzwelt in seiner Mitte zählt. »Nun, Ralph«, fragte Thomas Flanagan, »wie steht's mit dem Diebstahl?« »Nun«, erwiderte Andrew Stewart, »die Bank wird um ihr Geld kommen.« »Ich hoffe im Gegenteil«, sagte Walter Ralph, »dass wir den Dieb in die Hand bekommen werden. Es sind sehr geschickte Polizeileute nach Amerika und Europa in alle hauptsächlichen Landungs- und Einschiffungshäfen abgeschickt worden. Denen wird jener Herr wohl schwerlich entrinnen.« »Man hat das Signalement des Diebes?« fragte Andrew Stewart. »Vor allem, es ist kein Dieb«, erwiderte ernsthaft Walter Ralph. »Wie, dieses Individuum, welches 55.000 Pfund in Banknoten, über 360.000 Taler, entwendet hat, ist nicht ein Dieb zu nennen?« »Nein«, versetzte Walter Ralph. »Also ein Industrieller«, sagte John Sullivan. »Das Morning Chronicle versichert, es sei ein Gentleman.« Der Mann, welcher diese Äußerung machte, war niemand anders als Phileas Fogg, dessen Kopf damals aus der um ihn herum aufgetürmten Flut von Papieren auftauchte. Zugleich grüßte Phileas Fogg seine Kollegen, welche seinen Gruß erwiderten. Der fragliche Vorfall, welchen die verschiedenen Journale des Vereinigten Königreiches eifrig besprachen, hatte sich 3 Tage zuvor am 29. September begeben. Ein Paket Banknoten, 55.000 Pfund enthaltend, war aus dem Fach des Hauptkassierers der Bank von England verschwunden. Wunderte man sich, dass ein solcher Diebstahl so leicht vorfallen konnte, so antwortete der Untergouverneur Walter Ralph nur, dass der Kassierer eben damit beschäftigt war, einen Einnahmeposten von 3 Schilling 6 Pence einzutragen und man könne nicht seine Augen überall zugleich haben. Aber es ist hier zu bemerken, was die Tatsache erklärlicher macht, dass dieses staunenswerte Institut der Bank von England äußerst besorgt für die Würde des Publikums ist. Keine Wachen, keine Invaliden, keine Gitter, das Gold, Silber, die Noten liegen da ganz frei, sozusagen dem Belieben des ersten besten preisgegeben. Es fällt einem nicht ein, gegen die Ehrenhaftigkeit irgendeines vorübergehenden Verdacht zu hegen. Einer der besten Beobachter englischer Gebräuche erzählt sogar Folgendes. In einem der Säle der Bank, wo er sich eines Tages befand, war er so neugierig, eine 7 bis 8 Pfund schwere Goldbarre näher zu besehen. Er nahm dieselbe, betrachtete sie, übergab sie seinem Nachbar, dieser einem anderen, und so wanderte die Barre von Hand zu Hand bis in einen dunklen Gang hinein und kam erst nach einer halben Stunde an ihren Platz zurück, ohne dass der Kassierer nur den Kopf danach hob. Aber am 29. September ging's nicht ganz ebenso. Der Pack Banknoten kam nicht wieder zurück, und als die prachtvolle Uhr, welche über dem Geschäftssaal angebracht war, um 5 Uhr den Schluss der Büro anläutete, blieb der Bank von England nichts übrig, als 55.000 Pfund auf das Verlustkonto zu setzen. Als der Diebstahl gehörig festgestellt war, wurden auserwählte Agenten, Detectives, in die bedeutendsten Häfen zu Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi,
New York etc. abgeschickt und eine Prämie von 2000 Pfund nebst 5% der wiedergefundenen Summe für die Entdeckung ausgesetzt. Während sie die Auskünfte abwarteten, welche die unverzüglich eingeleitete Untersuchung zu liefern versprach, hatten diese Agenten den Auftrag, sorgfältig alle ankommenden und abreisenden Passagiere zu beobachten. Nun hatte man Grund, gerade wie das Morning Chronicle sich aussprach, anzunehmen, dass der Täter keiner der organisierten Diebesgesellschaften Englands angehöre. Man hatte im Laufe des 29. September einen wohlgekleideten Gentleman von guten Manieren und vornehmer Miene in dem Zahlungssaale, wo der Diebstahl vorfiel, ab- und zugehen gesehen. Die Untersuchung hatte es möglich gemacht, ziemlich genau das Signalement dieses Gentleman herzustellen, welches dann augenblicklich an alle Detectives des Vereinigten Königreiches und des Kontinentes abgeschickt wurde. Manche gute Köpfe, worunter auch Walter Ralph, glaubten daher Grund zur Hoffnung zu haben, der Dieb werde nicht entrinnen. Man kann sich denken, dass dieser Vorfall zu London und in ganz England das Tagesgespräch bildete. Man stritt leidenschaftlich für und wider die Wahrscheinlichkeit des Erfolges der Polizei in der Hauptstadt. Kein Wunder also, dass die Mitglieder des Reformclubs den nämlichen Gegenstand besprachen, umso mehr als einer der Untergouverneure der Bank sich unter ihnen befand. Der ehrenwerte Walter Ralph wollte am Erfolg der Nachforschungen nicht zweifeln, indem er meinte, die ausgesetzte Prämie müsse den Eifer und die Spürkraft der Agenten ausnehmend schärfen. Aber sein Kollege Andrew Stuart teilte bei weitem nicht diese Zuversicht. Der Wortstreit dauerte also unter den Gentlemen fort, die an einem Spieltische Platz genommen hatten, Stuart gegenüber Flanagan, Fallentin gegen Phileas Fogg. Während des Spieles schwiegen die Spieler. Aber zwischen den Robbers wurde die unterbrochene Unterhaltung umso lebhafter fortgesetzt. »Ich behaupte«, sagte Andrew Stuart, »dass der Dieb unfehlbar ein gewandter Mensch ist, welcher alle Aussicht hat zu entkommen.« »Ei, doch«, erwiderte Ralph, »es gibt ja nicht ein einziges Land mehr, wo er Zuflucht fände.« »Das wäre? Wo meinen Sie denn, dass er hingehen soll?« »Das weiß ich nicht«, versetzte Andrew Stuart, »aber trotz allem ist doch auf der Erde viel Raum.« »Das war ehedem der Fall«, sagte Phileas Fogg halblaut. Darauf: »Sie müssen abheben, mein Herr«, und reichte Thomas Flanagan die Karten. Der Disput ruhte während der Robber, aber bald fing er wieder an, als Andrew Stuart sagte: »Wieso, ehedem? Ist die Erde etwa kleiner geworden?« »Allerdings«, versetzte Walter Ralph, »ich bin der Meinung des Herrn Fogg. Die Erde hat an Umfang verloren, weil man jetzt 10-mal rascher wie vor 100 Jahren um sie herumreisen kann. Und deshalb werden auch in unserem gegebenen Falle die Nachforschungen weit rascher angestellt. Und auch die Flucht des Diebes wird dadurch leichter.« »An Ihnen ist die Reihe, Herr Stuart«, sagte Phileas Fogg. Aber der ungläubige Stuart war nicht überzeugt. Und als die Partie fertig war, versetzte er: »Man muss gestehen, Herr Ralph, Sie haben da einen scherzhaften Einfall gehabt, indem Sie sagten, die Erde sei kleiner geworden, also weil man jetzt in 3 Monaten um dieselbe herumreist?« »In 80 Tagen nur«, sagte Phileas Fogg. »Wirklich, meine Herren«, setzte John Sullivan hinzu, 80 Tage, seitdem auf der großen indischen Eisenbahn die Strecke zwischen Rothal und Allahabad eröffnet worden ist, wie das Morning Chronicle die Route berechnet, nämlich von London nach Suez über den Mont Cenis und Brindisi, Eisenbahn und Paketboot 7 Tage. Von Suez nach Bombay, Paketboot 13 Tage. Von Bombay nach Kalkutta, Eisenbahn 3 Tage. Von Kalkutta nach Hongkong, Paketboot 13 Tage. Von Hongkong nach Yokohama in Japan, Paketboot 6 Tage. Von Yokohama nach San Francisco, Paketboot 22 Tage. Von San Francisco nach New York, Eisenbahn 7 Tage. Von New York nach London, Paketboot und Eisenbahn 9 Tage. Summe 80 Tage. »Ja, 80 Tage«, rief Andrew Stuart, der aus Unachtsamkeit eine schlechte Karte abhob. »Aber die schlechte Witterung, widrige Winde, Schiffbruch, Entgleisungen etc. nicht mitgerechnet.«
Alles einbegriffen, erwiderte Phileas Fogg und fuhr fort zu spielen, denn diesmal nahm das Gespräch keine Rücksicht auf das Spiel. Selbst auch wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen aufheben, rief Andrew Stuart, wenn sie die Züge aufhalten, um die Gepäckwagen zu plündern und die Passagiere zu skalpieren? Alles inbegriffen, erwiderte Phileas Fogg, der sein Spiel hinwarf mit den Worten, zwei Haupttrümpfe. Andrew Stuart, an welchem die Reihe war zu geben, nahm die Karten wieder zusammen und sprach, theoretisch haben Sie recht, Herr Fogg, aber in der Praxis... In der Praxis auch, Herr Stuart. Ich wünschte, Sie dabei zu sehen. Das hängt nur von Ihnen ab. Machen wir die Reise miteinander. Der Himmel behüte mich, rief Stuart, aber ich würde schon um 4000 Pfund wetten, dass eine solche Reise unter solchen Bedingungen unmöglich ist. Sehr möglich im Gegenteil, erwiderte Herr Fogg. Nun, so machen Sie die Reise. Die Reise um die Welt in 80 Tagen? Ja. Ich bin zufrieden. Wann? Augenblicklich. Nur will ich Ihnen bemerken, auf Ihre Kosten will ich sie machen. Es ist Narrheit, rief Andrew Stuart, dem das Drängen seiner Spielgenossen lästig ward. Spielen wir lieber! So geben Sie die Karten nochmals, erwiderte Phileas Fogg, denn sie sind vergeben. Andrew Stuart nahm die Karten wieder in die zitternde Hand, dann legte er sie plötzlich wieder auf den Tisch und sprach, nun ja, Herr Fogg, ja, ich wette um 4000 Pfund. Lieber Stuart, sagte Valentin, werden Sie ruhig, das ist nicht ernstlich gemeint. Wenn ich sage, ich wette, versetzte Andrew Stuart, ist's immer ernstlich gemeint. Ich schlage ein, sagte Herr Fogg, dann zu seinen Kollegen gewendet, ich habe 20.000 Pfund bei Gebrüder Baring stehen, die setze ich gerne daran. 20.000 Pfund, rief John Sullivan, 20.000 Pfund, die Sie durch eine unvorhergesehene Verspätung verlieren könnten. Es gibt nichts Unvorhergesehenes, erwiderte Phileas Fogg einfach. Aber Herr Fogg, dieser Zeitraum von 80 Tagen ist nur als ein mindestes Maß gemeint. Wenn man ein mindestes gut verwendet, reicht's immerhin. Aber um es nicht zu überschreiten, muss man mathematisch genau aus den Eisenbahnen in die Paketboote und aus den Paketbooten in die Eisenbahnen springen. Ich will den Sprung mathematisch genau vornehmen. Es ist nur Spaß. Ein guter Engländer macht nie Spaß, wenn sich's um eine so ernste Sache wie eine Wette handelt, erwiderte Phileas Fogg. Ich wette mit jedem, der Luft dazu hat, um 20.000 Pfund, dass ich die Reise um den Erdball in längstens 80 Tagen machen werde, das heißt in 1920 Stunden oder 115.200 Minuten. Sind Sie es zufrieden? Wir nehmen die Wette an, erwiderten, nachdem sie sich untereinander verständigt, die Herren Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan und Ralph. Gut, sagte Herr Fogg, der Zug nach Dover geht um 8:45 Minuten ab, mit dem reise ich. Heute Abend? Fragte Stuart. Heute Abend, versetzte Phileas Fogg. Also fuhr er fort, indem er einen Kalender aus der Tasche zog und nachsah, weil heute Mittwoch der 2. Oktober, so muss ich samstags, den 21. Dezember um 8:45 Minuten abends wieder in London sein, hier in diesem Salon des Reform Clubs. Sonst sollen die 20.000 Pfund, welche eben für mich bei den Gebrüdern Baring stehen, mit Recht und Fug Ihnen, meine Herren, angehören. Hier ist eine Anweisung von gleichem Betrage. Es wurde ein Protokoll über die Wette aufgenommen und auf der Stelle von den 6 Beteiligten unterzeichnet. Phileas Fogg war kaltblütig geblieben. Er hatte die Wette sicherlich nicht gemacht, um zu gewinnen, und hatte diese 20.000 Pfund, die Hälfte seines Vermögens, nur deshalb daran gesetzt, weil er voraussah, er könne die andere Hälfte zu brauchen haben, um das schwierige, um nicht zu sagen, unausführbare Projekt gut auszuführen. Dagegen schienen seine Gegner in Aufregung, nicht wegen des hohen Einsatzes, sondern weil sie sich einigermaßen ein Gewissen daraus machten, unter solchen Bedingungen eine Wette einzugehen.
Damals war es Schlag 7. Man forderte Herrn Fogg auf, sein Spiel zu unterbrechen, um seine Reisevorbereitungen zu treffen. »Ich bin stets reisefertig«, erwiderte dieser leidenschaftslose Gentleman, gab seine Karten und sprach. »Ich schlage Eckstein um, Sie spielen aus, Herr Stuart.« Ende von Kapitel 3. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.